Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Maximus, ich grüße euch zum American Truck Simulator. Heute mit dem Kenworth T800 und einem Doppelauflieger. Wir fahren von Fresno Richtung Santa Maria. Genau, es sind 201 Kilometer. Wir haben an Ladungsgewicht 50 Tonnen. Das könnte durchaus interessant werden. Und ja, wir werden jetzt versuchen, mit diesem LKW einfach mal schön gemütlich hier lang zu fahren. Kam ja bei euch ganz gut an und es ist ja natürlich richtig super, dass wir jetzt solche LKWs jetzt hier am Start haben. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich hier auch ohne Probleme runterkomme vom Hof. Na, na, na. Wir machen mal lieber die Rundumlampe an, dass alle wissen, na, Maximus kommt. Oh, wir haben auch über 600 PS haben wir am Start. Und diesen LKW, das ist ein neuer Mod. Oh, ganz knappe Geschichte. Ganz knappe Geschichte. Und jetzt müssen wir hier auch gleich wieder rein. Ohne zu blinken. Die Polizei sagt nichts, weil wir hier einen amerikanischen Road Train haben. Ah, sieht das nicht geil aus? Ich muss ab und zu jetzt mal nach außen schalten, weil das sieht einfach nur Hammer aus. Da fährt er. Ja. Geil. Das sieht danach was aus. Okay. So, wir sind auf der Piste und fahren jetzt endlich mal gemütlich mit einem T800, kein Terminator. Und ja, gestern, also wenn ich das Video aufnehme, ist Samstag früh. Na, bevor wir dann irgendwann mal zum Stadtfest machen, nach Cottbus, habe ich gesagt, okay, dann stehst du mal ein bisschen früher auf. Wir haben ja diesen Livestream gemacht beim RTS, ne, wo wir hier schön mit dem LKW in der Runde gefahren sind. Ich habe den Spiegel überhaupt nicht eingestellt, aber ist ja egal. Das kriegen wir irgendwie schon hin. Und dann dachte ich mir, okay, dann machst du das einfach mal und setze dich gleich hin für das sogenannte Sonntagsvideo hier mit diesem schönen Doppelauflieger. Wenn wir mal ein bisschen durch Amerika fahren. Ich habe zwar die mexikanische, also die Mexiko, genau so heißt das Finger im Po, Map drinne, aber ja, der wollte mir jetzt diese Fracht nur geben. Und ich denke mal, das läuft so. Ja, beim sogenannten Triple-Auflieger, da war ja das Problem, dass der ja über 80 Tonnen schwer ist und die Anhänger ja separat nicht gebremst werden, so wie ich das mitbekommen habe. Und dadurch der LKW, wenn ich gebremst habe, ja doch ziemlich von den Anhängern hinten noch geschoben wurde. Das war dann schon ein bisschen kritisch. Das Spiel ist halt noch nicht für solche Mods ausgelegt. Ja, außerdem war es noch ein Mod in der Beta-Phase. Gucken wir mal, was da noch so kommt alles in den nächsten Wochen. So, wir sind, ich habe jetzt gar nicht geguckt, auf welcher Interstate wir sind. Müssen wir gleich nochmal schauen, bevor wir hier was anderes sagen. Aber wir schalten noch mal raus. Ich denke mal, so in der Länge kann man durchaus hier durch den American Truck Simulator durchfahren. Ohne große Probleme. Die Flaggen, die wehen hier im Wind. Da muss ich aufpassen. Ich will nicht mehr als 50 Meilen fahren, weil der doch ganz schön nachschwingen kann, der Trailer, ne? Naja. Aber das gibt mal wieder so einen kleinen Reiz, beim RTS mal vorbeizuschauen, ne? Und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich dann überlegen, könnte ich mir eventuell dieses Spiel kaufen oder nicht kaufen? Also, ich sage mal so, für die Leute, die beim Euro Truck Simulator viel Freude haben mit Mods und sonstigen Sachen,
sich auseinandersetzen, dann kann ich nur sagen, um mal über den Tellerrand zu gucken, kann man durchaus den American Truck Simulator mal ausprobieren, mal ein anderes Szenario. Also ich denke mal, da gibt es jetzt auch schon genügend Mods, um beim ATS jetzt gerade mit diesen riesen Aufliegern, wo wir ja auch noch beim Euro Truck Simulator warten, mit den Gigalinern, hier schon mal ein paar Runden zu drehen. Ich glaube, so teuer ist das Spiel ja auch nicht mehr, ne? Könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung gucken, da steht bestimmt ein Link, wo man das vielleicht erwerben kann. Aber ich sage immer wieder, am besten ist immer die Steam-Version. Also wenn man sich einen Key holt und dann einfach schön gemütlich. Oh, 50 Tonnen, 600 PS. Kriegt er auf jeden Fall besser hin wie der andere mit den 600 PS gestern mit der Peterbilt, ne? Ah, falscher Blinker. Ach, die lassen mich vor. Gut. Und dann 80 Tonnen. 50 Tonnen kriegt er noch ganz gut hin. Oh, Entschuldigung. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Naja, und ihr wollt immer, dass ich einparke, ne? Naja, das funktioniert so nicht. Ich bin froh, wenn ich hier geradeaus fahren kann. Parken könnt ihr alle machen. Dann könnt ihr ja von mir aus selbst mal Hand anlegen. Ja, aber wie gesagt, also ich finde den ATS jetzt wieder richtig interessant. Und wir hoffen, dass wir hier bald nächste Kartenerweiterung bekommen. New Mexico soll ja dann rauskommen. So wie beim Euro Truck Simulator wird es ja auch noch viele, viele Sachen dieses Jahr geben. Das Team wird ja aufgestockt. Bis auf 100 Leute soll es dann groß werden. Deswegen mussten die neue Büros jetzt erstmal sich anmieten. Also mehr Platz haben und suchen natürlich auch Entwickler, die sich mit der Engine auskennen. Gerade aus der Mod-Community haben sie ja schon einige eingestellt, die beim ATS jetzt mitmachen und beim Euro Truck Simulator. So. Ach, herrlich. Bild wie die Götter, oder? Wollte ich gleich mal ein Foto hier machen, ey. Das sieht ja einfach nur herrlich aus. So, der braucht natürlich immer, um ein bisschen auf Touren zu kommen. Aber jetzt habe ich schon bei Livestream gesagt, da würdest du jetzt eigentlich auf Basis des ATS könnte man eigentlich noch so eine zusätzliche Karte reinbauen. Also die Mod-Community Australien. Und dann mit diesen riesen Roadtrains einfach mal durch Amerika dödeln. Also das wäre auf jeden Fall richtig interessant. Hätte ich eigentlich voll Bock drauf. Mal sehen, vielleicht kommt sowas ja irgendwann mal. So, Tempomat rein. 50 Meilen. Völlig ausreichend. Und wenn natürlich mehr Interesse daran besteht, dann kommt natürlich auch ein bisschen mehr ATS, ne? Das ist natürlich klar. Man muss sich ein bisschen, ja, wie gesagt, man sagt immer so schön, naja, ich zeige das, was ich will, aber man guckt trotzdem drauf, ne? Man will ja nicht unnötig irgendwie Zeit investieren und dann guckt das kein Schwanz, ne? Oh, das war aber eng jetzt, ne? Aber nur immer Euro Truck Simulator, das wird ja dann auch immer langweilig. Oh, der qualmt da oben schön. Das wäre auf jeden Fall auch so ein Ding, was sie eigentlich reinbauen sollten, ne? Dass man hier mit Abgasen. Gut, das mögen wahrscheinlich die Entwickler nicht so. Die sollen ja alle sauber sein. Aber ich muss sagen,
Das gehört einfach dazu. Mal sehen, was da kommt noch alles, ne? So. Ah, die Blinklichter, die leuchten ein bisschen komisch. So, wie viele Meilen haben wir denn überhaupt noch? 90 Meilen. Okay. Wir haben 15.44 Uhr. Da oben steht irgendwas. Das Navigationssystem sagt mir irgendwas mit 139, 140. Ach, so viel bin ich jetzt gefahren. Ich glaube, 200 Meilen war das. Das ist doch eine Sache. Ich hätte es lieber umgekehrt, dass ich nur noch weiß, wie viel Meilen ich noch fahren muss und nicht, wie viel Meilen ich gefahren bin. Die Distanz. Naja, gut. Jetzt wissen wir, dass wir ein bisschen mehr als 60 Meilen noch fahren müssen. So ein bisschen Umdenken kriegen wir auch hin. Oh, der hat einen fetten Trailer hier, ne? Du warst ein Steam Workshop, ist das. Da müsst ihr einfach selber mal ein bisschen reinschauen. Na, schiebt auch ein bisschen über die Vorderachse, muss ich sagen. Hier ist ordentlich Verkehr auf der Straße. Man fährt sich sonst ganz gut, der LKW. T800. Da denke ich immer an Arnie. Arnie Schwarzenegger. Ah, ist schon ganz schön schnell, was ich hier mache, ne? Naja, Zeitverzug und Abfahrtsplan, ne? Ja, irgendwann ankommen. Komm, nochmal nach außen schalten. Ach, herrlich. Schön, ne? Hier ist eine Kurve. Wieder rein. Ich wollte jetzt eigentlich diese Dings, diese TV-Kamera jetzt anmachen. Ich nenne das einfach mal so. Dieses Glowe GTA, meine. So, die hinsetzen. Rücken gerade. Und dann weiter. Ich weiß noch nicht, also Sonntag, wenn das Video hier rauskommt, ob ich es schaffe, am Sonntagabend dann nochmal einen Livestream zu machen. Nicht allzu lang. Und wenn es dann übertreiben. Mit dem Eurotruck Simulator, schauen wir mal. Weil wie gesagt, wenn das Wetter gut ist, dann wird Maximus irgendwo am See liegen und schön die Sonne auf seine Plauze scheinen lassen. So, da vorne geht es dann wahrscheinlich wieder auf die Interstate, ne? So wie es aussieht. So, machen wir mal Tempo mal raus hier und lassen ihn einfach mal ein bisschen rollen. So, komm Baby. Irgendwo fährt da schon wieder Polizei. Und hier ist ein bisschen Rasen durch. Das kann natürlich an dem Mod liegen, den ich noch so als Kartenmod drin habe. Hier Mexiko. Oh, oh, oh. Was war da los? Bin ich quasi ein bisschen so an die Dings rangekommen, war an die Seiten. Gedöts. Ich glaube, ich kann rüberfahren, ne? Ich hätte den Spiegel besser einstellen sollen. So. Santa Maria ist bald vor uns. Santa Cruz? Ja, ist nicht so. Alles so ein bisschen spanisch, ne? Waren hier die Spanier? Eigentlich schon, ne? Müsste ja sein. Sonst würde es ja nicht so komisch heißen. So, ob wir jetzt noch vorbeifahren, ob das was bringt. Hier am Berg. Oh ja, er hat auf jeden Fall Power und er zieht auf jeden Fall ordentlich vorbei. Ach, gucke an hier. Hier könnte man jetzt gleich baden gehen, oder? Oh, schön. Das Meer da drüben. Oh. Ich hab dir so ein bisschen ausgebremst, ne?
Polizei. Jetzt wollen wir mal ordentlich fahren. So, warte mal, sagten wir uns 15 Meilen. Naja, so richtig hat das jetzt nicht hingehauen. Von der Distanz. Hm. Gut. Wir sind ja eh gleich da. Oder habe ich mich wieder verfahren? Hm? So, da vorne geht's ab. Dann können wir mal die Ladung, wenn wir jetzt nicht einparken. Das machen wir höchstens im Livestream, aber so der Anhänger. Ich habe es probiert mit den drei Aufliegern. Das war dann doch ein bisschen zu viel. So, ich habe jetzt erstmal Tempomat rausgemacht und wir müssen unten durch. Genau. Der Spiegel ist gut eingestellt. So, waren wir, hier waren wir noch gar nicht so richtig, oder? Gar nicht so schnell fahren. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir hier um die Kurve fahren. Ja, kommt was. Ah, ihr seht schon, das ist... Ah, verdammte Axt. Da stehe ich hier. Die Brechstange jetzt mal rausholen hier. Zum Glück kam keiner von vorne. Ja, man muss wirklich ein bisschen mehr ausholen. So. Ja, die halten da, gut. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Oh, ganz knappe Geschichte. So, da vorne ist Walmart. Ich nenne es einfach mal so. Oh, Motorfehlfunktion? Wegen was denn? Aha. So, wir sind jetzt da. Wir werden jetzt nicht großartig irgendwelche Faxen machen, weil ihr wisst ja, was dann rauskommt. So, wir geben den einfach mal hier ab. Ich hab da gesagt. Der sollte doch eigentlich jetzt das abgeben. Warte mal. Ich will jetzt nicht einparken, kommen wir mit den Dingen ja nie rum. Nee, so, überspringen. Naja, ein bisschen der LKW kaputt gegangen, ne? Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Das ist doch Hexerei. Oh. Ja, das ist es. Wenn man nicht richtig einparken kann. Ach komm, wir müssen jetzt den LKW hier ganz kurz mal woanders hinstellen. Ja, so kann es dann enden. Der da unten fegt auf jeden Fall ordentlich weiter. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.